Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Am Ende der letzten Folge sind wir kläglich hier an dieser Attentatsmission gescheitert und ich habe es einfach nicht mehr fertig geschafft. Und deswegen werden wir damit jetzt weitermachen und ich hoffe doch, dass wir das irgendwie noch auf die Rille bekommen hier. So, da gucken wir doch erstmal wieder hier durch die Cam. Weil wir wollen ja wissen, was da vorne alles so rumlungert. Und ich weiß, da ist auch noch einer. So, ich hoffe doch, wir schaffen das diesmal irgendwie. Also ich muss ja sagen, das war wirklich, wirklich nicht einfach hier. Die Frage ist jetzt, ob wir vielleicht wirklich so besser dran sind. Und ertrag's wie alle anderen auch. Die Frage ist wirklich, die schauen sich alle gegenseitig immer an. Wen können wir hier abmurksen, ohne dass das irgendwer bemerkt? Genau wie davor. Ich bin am überlegen, ob ich den da mal abschießen soll, aber dann sieht... Wobei, der da hinten dürfte das nicht unbedingt sehen. Scheiße. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Ich schieße einfach mal... ich schieße einfach mal direkt an dem Typen vorbei und er bemerkt mich natürlich. Okay, also das... mit dem Bogen kann ich... Ich blick's nämlich mit dem Bogen vernünftig zu zielen, deswegen... Lassen wir das besser mal. Und ich muss wohl doch auf Takedowns zurückgreifen. Okay, die wollen, dass Rabbi Ray Rana sein Maul hält. Okay, eine Plappertasche ist er ja schon. Das haben wir ja definitiv selber schon gemerkt. Aber wir sind natürlich auf dessen Seite. Na, wo versteckt er sich, der liebe Typ hier? Wo versteckt er sich? Shit, wir sehen den hinterm Auto nicht. Das ist schon mal nicht so gut. Die bezahlen nicht genug. Na, wenn ich mir den schnappe... Na, da dreht sich der Typ schon wieder zurück. Das ist doch scheiße. Ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Oh, jetzt... Warum schreien die denn immer so, wie am Spieß? Kann ich die nicht niedermetzeln, bevor sie schreien? Das gibt's doch gar nicht. Ja. Okay, dann starten wir nochmal einen Versuch und zwar wieder von hinten. Da sind wir zumindest mal in diese Hütte reingekommen und konnten uns direkt einen Kommandanten anschleichen. Vielleicht ist ja doch das die Lösung. Wer weiß. So, wieder schön alle markieren, die wir sehen, dass wir da auch nachher nicht in Probleme geraten. Nummer 3. Und dann müssten nochmal zwei da sein. Hier. Da ist einmal der Kommandant. Hallihallo. Und hier müsste doch auch noch... Oh, shit. So, okay. Wir könnten ja mal... Weil der wurde uns schon mal zum Verhängnis hier. Wenn der hier wieder herkommt und der andere Typ da hinten sich nicht in seine Richtung bewegt, könnten wir doch mal versuchen, den hier mit einem Messerchen... Dein Gequatsche wird dir auch nicht helfen. Hier, mit einem Wurfmesserchen abzumurksen. Nur jetzt ist er ziemlich weit draußen. Das ist natürlich beschissen. Oh, jetzt kommt er wieder. Na komm, put. Komm schon. Komm schon, jetzt hör auf, da vorne rumzutanzen, Mann. Beweg deinen Arsch hierher. Weil hier drin wissen wir, ist auch noch einer. Das ist... Aber sobald wir hier vorne versuchen, raus
zu gehen, um den Typen zu verstecken, ne? Dann kriegen wir ein Problem mit dem und mit dem. Gefällt's mir besser, wenn du still bist. So, das ist Kacke hier. Oh Mann, das sieht uns der Typ wieder so einen Scheiß. Wie es hier riecht. Erinnert mich an das Bärenpflücken mit meiner Großmutter. Dann versuchen wir es doch wieder mal direkt in die Hütte rein. So, gehen wir lieber mal in die Hocke, bevor uns hier wieder irgendwer hört. So, hier war nämlich der eine Typ, genau. Und da ist auch Nummer 2, hallo, das ist nämlich genau das Problem. Nicht ein Tag vergeht hier, in dem ich nicht an meine Kinder denke. Was zu... Ah Mann, verdammt, das wollte ich doch... Das... Ich wollte doch gar nicht draufschlagen. Ach du Scheiße. Okay, das war wieder mal sehr blöd. Das war wieder mal sehr blöd. Ich hab's irgendwie nicht so drauf mit diesem Attentatsscheiß hier. Warum, weiß ich nicht. Aber das scheint nicht so meins zu sein. So, schnell die Kamera weg und schnell hier rüber. Uiuiui, da hätte er mich fast entdeckt wieder, der Sack. Das war knapp. Und hoch mit dir. So, jetzt habe ich den einen Typen hier noch, glaube ich, Geräusch macht mich wahnsinnig. Noch nicht markiert. Oh doch, den haben wir markiert. Probieren wir doch. Nein. So, wie kann ich das Messer wieder wegstecken eigentlich? Das ist blöd, ne? Ich glaube, das billige Scheißteil ist schon wieder kaputt. Oh, meine Füße tun echt weh. Wo ist denn. Da ist der, da ist der! Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Warum kommt der Typ hier hoch? Das kann doch nicht wahr sein. Da bin ich schon wieder 8 Minuten dran hier und ich schaffe diese Kacke nicht. Das ist doch... ja. Und einfach reinrennen und alle niederballern darf ich ja leider nicht, ne? Würde ich gerne tun, aber darf ich leider nicht. Das ist scheiße. Ja, was machen wir nun? Was machen wir nun? Na, ich wollte nicht schon wieder schlittern. Hallo. So, jetzt haben wir die 4 markiert und jetzt fehlen noch die 2 im Haus. Was ist das los? Sie ist ständig nur am Nörgeln. Ach, hoffentlich erschießt mich bald einer. Ja. Ach, deshalb bist du zur Armee gegangen. Jetzt verstehe ich. Wisst ihr, was wir jetzt mal probieren? Das habe ich noch ganz vergessen gehabt. Was war das? Wir lenken den Typen jetzt mal mit dem Steinchen hierher. Das hat doch ganz gut geklappt, ne? Ab ins Eck mit dir, du Sau. Ja, daran hatte ich auch noch nicht gedacht, ich Trottel, ne? Ablenken mit einem Steinchen, das ist natürlich... naja. Was? Du hast schon verloren. Alter, nein. Ich. Da war schon wieder einer auf dem Dach. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, wisst ihr was? Wir fangen jetzt nochmal von der Seite aus an mit Moicheln. Aber natürlich wieder mit Steinchen. Zum Ablenken.
So, hier ist der Typ. Wo ist der Autotyp? Hallo, Ruckel, Ruckel. Oh, 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 oh. Wir müssen den hier hinters Haus locken, dass wir ihn per Takedown. Wir dürfen nicht alle Wurfmesser verschwenden. Wo ist der Autotyp? Das ist echt scheiße hier. Okay. Jetzt hoffe ich doch, dass wir das schaffen, den Typen hier per Takedown niederzumachen. Habe ich mir wohl eingebildet. Fuck, verdammt. Nimm den Typen jetzt. Ich muss meine Waffe wiederholen. Scheiße. Oh, da ist der Typ. Oh, da ist der Typ. Fuck. Dann legen wir den doch am besten mal hier unten hin. So, jetzt muss ich aber dringend die Waffe wechseln hier. Genau, weil ich will nicht diese dumme Schrotflinte von dem Typen haben. Okay, der Typ wäre schon mal erledigt. Fehlt der Autotyp. Aber da stört der hier extrem. Vielleicht. Oh, da ist ja. Das stimmt, den hatte ich auch noch ganz vergessen. Aber die Frage ist: Ist nochmal einer auf dem Dach jetzt? Oder war das einer von den beiden hier? Oder auch der, der da drin war? Ich weiß es nicht genau. Das ist nicht so einfach hier. Ich frage mich ja, ob wir den Typen so weit hierher locken können. Ja, vielleicht hierher. Hallo, Automann. Okay, das hat funktioniert. Komm her, ja. Da ist es wieder. Hoffentlich funktioniert das. Den machen wir jetzt mit einem Wurfmesser mal platt. Okay. Oder wir schmeißen einfach direkt daneben. Und treffen ihn nicht. Also doch ein Takedown, ne? Zwangsweise. Alright, wir haben zwei erledigt und wir sind noch nicht entdeckt worden. Das sieht doch diesmal besser aus. Ja, hätte ich mal früher an die Steinchen gedacht, ne? So, jetzt bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig, als von hinten ranzugehen. Deswegen rennen wir mal ein Stück hier zur Seite. So, gehen wir hier dringend mal von hinten an. Das ist echt gar nicht so einfach hier. Ich hoffe ja nur, dass uns nicht wieder dieser Typ auf dem Dach dazwischen funkt. Dieser. Oh, oh, oh. Das ist nicht so gut hier. Schön woanders hinschauen. Aber den könnte ich rein theoretisch jetzt mit einem Messerchen niedermachen. Rein theoretisch. Weil der Kommandant, der steht weiter draußen. Der dürfte den eigentlich nicht sehen. Komm, bleib stehen. Okay. Oh Mann, da muss ich aber weit raus, scheiße. Was ist das denn hier? Oh nein! Scheiße. Sorry, ich hab nicht zugehört. Mordest schon? Du wirst jetzt und hier sterben! No! Ich dachte, das wäre die beste Idee gewesen. Haha! Es hat funktioniert! Es hat funktioniert, uns hat keiner entdeckt.
Wir verstecken die Leiche. Wohin soll die Leiche? Okay, da hinten hin. Geil. Es hat funktioniert, nachdem nur noch die zwei übrig waren und kein anderer uns mehr bemerken konnte. Habe ich sie einfach niedergeballert. Yeah! Gott sei Dank. Endlich hat das geklappt. Das war ja auch, also das war ja auch aber ein hartes Stück Arbeit wieder hier. Unglaublich. Entkomme unbemerkt aus dem Zielgebiet. Ja, dann laufen wir doch einfach mal hier lang. Tada! Wir haben es geschafft! Meine Freunde, wir haben es geschafft. Gott, ich habe schon nicht mehr dran geglaubt, dass ich das jemals schaffe hier. Unfassbar. So, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ach komm, eine Maske von Yalun. Da wir schon hier sind und die Folge... Oh, na, ist ja noch. Und wir schon bei 16 Minuten wieder stehen. Holen wir uns doch einfach mal noch die Maske. Aber ich glaube, diese Nashörner hier... Nein. Nein, 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 nein. Ihr verpisst euch mal ganz schnell wieder. Oder auch nicht. Ja, es ist ein schmutziges Geschäft. Aber mit jedem Ziel, das du ausschaltest, rettest du 100 Leben. Und falls es dich so... Der Truck kommt uns doch gelegen. Wir wollten doch... Das wollten wir doch schon mal machen. Und wir haben aber aus Versehen den Truck gekillt. Diesmal können wir ihn entführen, da kriegen wir mehr Kohle dafür, das ist geil. Genau so wollte ich das haben. So. Geil. Das letzte Mal hat es ja nicht funktioniert. Wo müssen wir denn hin, verdammt? Wo müssen wir denn hin? Ach, hier. Ach ne, das ist ein Karma-Ereignis. Hä? Okay, wir drehen einfach mal um. Oh, shit. Nein, das darf nicht wahr sein. Ach du Heilige. Ja, hat super funktioniert. Hat spitzenmäßig funktioniert. Ab ins Wasser das Ding. Scheiße war's, ja. Oh, da sehe ich was. Der hat eine Geisel. Den schnappen wir uns doch gerade mal, den Drecksack. Was ist da denn los? Ich hab den Zivilisten... Oh, heilige Scheiße, ein Nashorn. Alter Schwede. Alter Schwede. Was geht da denn ab? Greift mich das Nashorn einfach an. Du blöde Sau. Ich glaub's ja gar nicht. Der leckt mich am Arsch. Er hätte uns fast noch das Nashorn mit einem Hornschlag oder Stoß oder wie auch immer. Oh nein. Nein, nein, Nashorn. Nicht mich. Schnapp dir die da oben. Los, schnapp sie dir. Schnapp sie dir. Nicht wegrennen. Mach sie kaputt. Schnapp sie dir, Nashorn. Yeah, sauber. Oh oh, oh oh. Puh. Es tut mir so leid, Nashorn, aber wir brauchen leider in diesem Spiel Tierhaut. Und danke für deine Hilfe übrigens. Ich werde dich in Ehren halten. Oh, da können wir was herstellen. Sehr geil. Geldbeutel. Yeah, Baby. Wir können wieder ein Geldbeutel-Upgrade herstellen. Das heißt, wir können jetzt noch mehr Kohle tragen. Wir können bis zu 2 Millionen... Rupien mit uns tragen. Geil. Okay, so. Das mit dem Truck hat leider nicht funktioniert, ne? Haben wir ja gesehen. Also, oh, was ist das? Achso, die Kyrat Fashion Week. Naja, okay. Das wollte ich doch mal machen. Das hatte ich doch ganz vergessen, Mensch. Okay. Wir haben einen Truck neben uns stehen, also hier ein Jeep, ne? Den schnappen wir uns gleich. Dann fahren wir direkt rüber zur Kyrat Fashion Week und dann werden wir uns doch mal ein einzigartiges und gefährliches Tierchen aufknöpfen und die mächtige, hier die seltene Haut für ein mächtiges Upgrade nutzen.
Klingt cool. Werden wir versuchen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.